Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Cyberpunk. Wir sind hier stehen geblieben, kurz vor Kabine 6, um uns mit Angel zu treffen. Oh mein Gott, ich habe keine Namen verhunzt oder so. Ich bin ein bisschen stolz auf mich. Okay, wir warten aber auch gar nicht länger und gehen direkt zu. Was liegt denn dir? Gewissen Hirnparasit hätte ich sicher mehr Auswahl. Es geht los. Vincent, oder? Hi. Ich bin Angel. Dein Engel. Ich bin Vi. Nenn mich Vi. Nur Vi. Meinen echten Namen dürfen nur Leute sagen, die ich gut kenne. Ach, der ist wirklich Victor. Lol. Schätzchen. Wir beide lernen uns gleich richtig gut kennen. Ich wusste nicht, dass der tatsächlich... Ich dachte, der ist wirklich einfach nur Vi. Okay, warum nicht? Tu dein Bestes. Ich weiß, dass du stirbst. Ich suche jemanden. Ich suche eine Frau, die hier mal gearbeitet hat. Evelyn Parker. Kennst du sie? Weißt du, wo sie ist? Du musst dich auf das große Ganze konzentrieren. Nicht auf die unbedeutenden Details. Wie Evelyn. Tu nicht so, als würdest du mich kennen. Ich will nur antworten. Aber stellst du auch die richtigen Fragen? Wie willst du verändern, was bereits geschehen ist? Ich habe nur eine richtige Frage, und die habe ich schon gestellt. Wo ist Evelyn Parker? Warum sagt mir die Managerin, dass sie nicht mehr hier arbeitet? Wann war sie zuletzt hier? Weißt du irgendwas? Alles Fragen, deren Antworten du ganz allein finden wirst. Sie ist eine Wünsche, was genau ist denn passiert? Was soll das heißen, bereits geschehen? Ich glaube, ich kann nicht folgen. Was dir passiert ist. Was du tief in dir vergraben hast und niemandem zeigst. Und das wäre... Komm schon. Du weißt es selbst. Ich bin gestorben und sterbe ich wieder zufrieden. Ich wurde verarscht. Ich bin gestorben und sterbe jetzt wieder. Ich bin einmal draufgegangen. Und jetzt sterbe ich wieder. Keine Ahnung, wie ich es aufhalten soll. Da. Zufrieden. Du wolltest etwas zurücklassen. Ein Stück deiner selbst. So fing alles an. Du wolltest, dass man sich an dich erinnert. Ich wollte zu viel, wie das nicht jeder. Ja, ich wollte ganz nach oben. Jemand sein. Tue ich immer noch. Aber jetzt ist das vielleicht nicht mehr möglich. Trotzdem, wenn ich schon sterben muss, will ich wenigstens in die Geschichte eingehen. Und danach? Glaubst du, der Tod ist ein Verschwindetrick? Nachdem nichts mehr passiert? Ja, eigentlich schon. Das Ende mehr gibt es nichts, wenn irgendeine Leute weit leben. Stimmt da nicht beides, ne? Die, die ich verloren habe, leben durch mich weiter. Das werde ich auch sein. Eine Erinnerung. Oder auch die nervtötende Stimme eines Fremden in meinem Körper. Du wirst nicht mehr auf der Welt sein, aber immer noch Einfluss auf sie haben. Du glaubst also doch nicht, dass der Tod das Ende ist. Beruhigend. Ich habe Angst vor dem, was mir bevorsteht. Ich will nicht glauben, dass alles einfach verschwindet. Ich glaube lieber nicht, dass alles einfach verschwindet. Dass ich verschwinde und danach alles einfach weitergeht. Ich frage mich, was ich dann fühle und denke, ob ich fühle und denke. Kannst du es dir vorstellen? Nein. Ich glaube, deshalb suche ich auch nach irgendeiner Erklärung. Es muss eine geben. Und was passiert als nächstes? Jetzt werde ich dir sagen, was du zu tun hast. Okay, dann schieß los. Du bist noch nie vor etwas weggelaufen. Also fang jetzt nicht damit an. Keine Rückschritte. In dieser Stadt sterben Leute einfach so auf dem Weg zum Eckladen. Aber das hat dich nie zurückgehalten. Du hast damit gelebt. Schon immer. Aber mir geht irgendwie alles zu schnell. Um mich herum. Und ohne mich. Ich komme da nicht mit. Nur eine Täuschung. Unsere Wege sind verflochten. Unendlich. Veränderbar. Nicht statisch, sondern immer im Werden. Und was gerade in dir passiert,
könnte die Welt verändern. Hör zu, Vi. Blick nie zurück. Wenn du töten musst, töte. Wenn du die Welt niederbrennen musst, lass sie brennen. Okay? Danke für alles. Ich will da nicht rausgehen. Das will niemand. Aber irgendwann muss es jeder tun. Samurai. Was? Was ist passiert? Du hast die Sitzung unterbrochen. Habe ich etwas falsch gemacht? Warst du nicht zufrieden? Evelyn Parker, was weißt du über sie? Moment mal, so läuft das hier nicht. Du kannst mich nichts übers Puppenhaus oder seine Leute fragen. Nichts in diese Richtung. Ich könnte Schwierigkeiten bekommen. Geh bitte. Geh einfach. Und ich brauche deine Hilfe. Was ist denn das? Alter. Du musst mir helfen. Bitte. Ich bin keine Bedrohung. Und sie steckt vielleicht in Schwierigkeiten. Ich will nur, dass es ihr gut geht. Pass auf. Ich kannte sie kaum. Und ich weiß nicht, wo sie ist. Niemand war wegen ihr hier? Hier ist nichts Ungewöhnliches passiert? Es gab einen Vorfall mit einem Kunden. Ich weiß nichts Genaues. Du Sau. Stellt man solche Fragen lieber nicht. Tom weiß vielleicht etwas. Er und Evelyn standen sich nah. Frag ihn. Und lass mich in Ruhe. Dieser Vorfall mit dem Kunden. Was ist da passiert? Niemand hat's gesehen. Niemand wusste, wer zuerst gewalttätig wurde. Dann haben sie's vertuscht. Danach gab's keine Fragen mehr. Nicht ein Pieps von irgendwem. Wo ist es passiert? In ihrer Kabine. Nummer? 11. Ist Kabine 11 gerade besetzt? Nein, die ist seitdem außer Betrieb. Du wirst mir helfen, in diese Kabine reinzukommen. Wieso? Wozu? Geht dich nichts an. Kannst du sie öffnen oder nicht? Kann ich. Aber das war's. Keine Fragen mehr. Tom weiß mehr. Geh ihm auf die Nerven. Tom, wer ist das? Ein Freund von Evelyn. Haben andauernd zusammengehockt. Wo finde ich ihn? Gehört zu den Puppen hier. Im VIP-Bereich. Kabine 2. Danke. Scheiße. Frag bloß nie wieder nach mir. Hatte ich jetzt auch nicht vor. Ist okay. Aber es war trotzdem schön, sich mit seiner KI zu unterhalten. Hi. Nicht schlecht. Schlaf nicht ein? Was soll das? Wer ist das denn? Aha. Nicht rückverfolgbar zu den Gegner und. Jede scheiß Woche hier. Keine Zugangsberechtigung. Nein, ich will doch einfach nur wissen, wer er ist. Oseki. Mhm. Doch, die hab ich. Nein, haben sie nicht. Ach so, ich muss da lang. Upala. Nein, Alter, ich spreche jetzt lieber hier mit dir. Weißt du überhaupt, wer ich bin? Hallo. Nicht, dass ich da rein darf. Soweit ich das sehe, wurde ihre VIP-Mitgliedschaft entzogen. Wie bitte? Okay. Wir müssen uns da Zugang drin verschaffen. Na, guck mal, ich könnte da rein. Aber ich habe so das Gefühl. Ach, für die Beseitigung. Ja. Gehst du wieder hoch? Ja, gleich. Muss erst pissen. Tschüss. Wir sehen. Der erste Stock ist nur für VIP-Kunden. Kann ich den jetzt einfach killen? Ich nehme den mal mit kurz und ist da gerade jemand?
Nee. Vielleicht habe ich ihn jetzt doch gekillt. Upsi. Moin! Ja. Betritt Evelyns Kabine. Ach, warte, stimmt. Das kann ich ja auch noch. Das kann ich ja auch noch suchen. 0, 1, 9, 8. Ach, das ist wieder eine Top-Nummerierung. 10. 4, 3. Oh, ich liebe solche unnötigen Nummerierungen. 5, 6, 8. Gibt es hier noch Kabinen? Nee. Ach, die ist wahrscheinlich oben, ne? 13, 14. Sorry. Ich gucke hier nur. 12. Hä? Aber da muss ja die 11 auch noch hier irgendwo unten sein, oder nicht? 5, 6. 10? Ach da, 11. Na, guck mal. Werfen wir mal einen Blick drauf. Noch frisch, nicht viel. Stammt eher von einer Wunde als einem Mord. Menge viel Blutflecken, okay. Was haben wir denn hier? Projektionen abspielen. Was ist das? Ach ja, der wie ihre Füße lutscht. Der Verrückte. Irgendwas hat sie durchdrehen lassen. Ah. Zerklärte Blutfleck an der Wand gerade. Und am Boden. Was meinst du? Cyberpsychose? Sieht fast danach aus. Verrückt, aber vielleicht wurde sie aus der Ferne gehackt. Netrunner? Seltsam. Warum sollte sie jemand aus der Ferne? Siehst du's? Was denn? Da ist nichts. Ganz genau. Da sollte ein Anschluss sein, wo die Puppe sich reinklingt. Rausgerissen worden? Ich frag mich warum. Oh, eine sprechende Zigarette. Ist schön, mit dir Bekanntschaft zu machen. Den haben wir jetzt gemacht. Da ist doch was. Eine versteckte Kamera. Okay. Okay, wir müssen jetzt immer noch Zutritt in die obere Etage uns verschaffen. Und die zwei nerven mich dabei immer noch. Ah, guck mal, da ist doch was für mich. Den da hinten kann ich ja überwältigen, wenn der nicht hinschaut. Ne, ich muss halt dann nur warten, dass der da weggeht. Der jetzt dann vielleicht mal weggeht. Hoppala. Ich entsorg den mal da, ne? Warum ist denn der jetzt pissig? Ist der auf mich pissig? Nein, der ist bestimmt nicht auf mich pissig. Nein, nein. Kann ich die eigentlich ausschalten? Will ich gerne. Zugriff gewährt. Warte mal, habe ich nicht da drüben? Muss ich da, brauche ich dafür nicht auch?
Ach, nee, guck mal, jetzt ist er wieder normal. Sehr gut. Hi. Guten Tag. Was willst du heute? Irgendwas. Hoffe, er macht's kurz und schmerzlos. Zwar. Hi. Ich glaube, da ist irgendetwas schiefgelaufen. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe keine Infos über dich. Tut mir leid, ich weiß nicht, was ich tun soll. Entspann dich. Du brauchst keine Infos oder Details. Ich bin kein Kunde. Ich will nur reden. Mit dir. Nicht mit einer Puppe. Tom, richtig? Aha. Ich muss Evelyn Parker sprechen. Es ist wichtig. Nicht nur du. Hab schon so oft versucht, sie zu erreichen. Ohne Erfolg. Du meinst, sie ist nicht hier? Sie hatte einen Unfall. Musste in eine Spezialklinik in Osaka oder Oslo? Glaube Oslo. Für ein neues Gesicht. Welche Stadt? Osaka oder Oslo? Oslo. Ja, definitiv Oslo. Okay. Warum denn für ein neues Gesicht? Der Unfall hatte was mit dem Kunden zu tun, oder? Ich fand Blut in ihrer Kabine. Naja, solches Zeug passiert hier manchmal, weißt du? Und das finden alle okay? Wir kriegen neue Implantate, Erholungszeit und manchmal sogar eine Auszahlung. Aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, schon komisch, dass sie so weit weg musste. Hat sie dir selbst gesagt, wohin sie will? Nein, ist nur nicht zur Arbeit erschienen. Ging auch nicht ans Telefon, also habe ich Woodman gefragt. Er hat gesagt, sie ist weggegangen. Wo finde ich diesen Woodman? Hat wahrscheinlich im Hinterzimmer die Füße hochgelegt. Aber da dürfen Kunden nicht rein. Nicht schlecht. Woodman, wer ist das? Mr. Forrest. Aber jeder nennt ihn Woodman. Keine Ahnung warum. Okay, also Mr. Forrest. Was macht er so? Er ist sowas wie ein Hausmeister. Findet neue Leute, kümmert sich um Probleme. Okay. Ob dieser Woodman endlich etwas Licht in diese verfickte Situation bringt, hoffen wir es. Du stehst da falsch. Wir sollten die mal ersetzen. Johnny? Ja. Ich sag mal nichts weiter dazu. Okay, geh in Woodmans Büro. Aber da ist halt no entry. Ja, jetzt steht der da. Ich wüsste nichts, wie ich das hinkriegen könnte, ohne von denen gesehen zu werden. Außer, dass ich den da hinten... Der Entdeckungsfortschritt ist ein bisschen zurück. Kurzschluss. So, dann tust du dich schaden. Kann ich das machen? Das ist wahrscheinlich rückverfolgbar, ne? Kann ich auch einfach nach unten gehen? Ich habe keine Waffen, ne? Sehr gut. Hi. Okay, vielleicht sollte ich den auch lahmlegen. Mit der ist die einzige Wache da unten noch. Juckt halt einfach hier niemanden. Aber der schläft auch nur. Keine Sorge. Ansonsten geht's ihm gut. Sein Kopf haut sich gerade ein bisschen an der Wand an, aber hey. Ach, der Behälter ist voll. Der ist jetzt schlecht. Dann leg ich dich hier schlafen, ja? Ich kann auch noch hier rein. Ich glaube, ich war bei dieser Quest noch nie so... Ach, guck mal. Noch nie so... vorsichtig. Aber ich habe auch keine Waffen. 1C. 1C. Eins
Ja. BD. Ja, das kann ich mir halt aussuchen, ob 1C. Ja. Yay! Ich habe eine neue Fertigkeit. Okay, wir müssen nochmal hoch. Der hat mich ja jetzt nicht... Doch, der hat mich auf dem Schirm. Das ist ja voll scheiße. Oh nein! Oh Gott! Oh oh! Ich habe rausgetappt. Oh Gott, oh Gott. Überhitzen. Hör auf, meinen Standort rückzuverfolgen. I don't like this very much. Sehr gut. Ich versuche den einfach mit sowas jetzt zu brutzeln. Funktioniert ja hoffentlich irgendwie, oder? Überhitzen. Gehen wir wieder runter. Ist der jetzt dead? Oder habe ich einfach nur so Punkte bekommen? Sehr gut. Der ist fehlgeschlagen. Dann können wir nochmal hochgehen. Ich habe keine Ahnung, ob ich gerade zu vorsichtig bin, aber ich glaube, sobald ich hochgehe, sieht er mich wieder, ne? Uah! Huch! Ich kann halt nicht gegen die kämpfen, weil ich habe keine Waffen. Oh, 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 oh. Warum denn? Warum seid ihr denn so? Oh! Warum kann ich nicht gegen die kämpfen? Stimmt, ich habe noch meine Mantis-Dinger. Bin ich ein Depp. Ich habe ja noch meine Mantis. Oh mein Gott, ich bin so ein Depp. Na, guck mal, du bist sowieso gleich tot. Und wo ist jetzt der andere? Ach, da ist er. Huch. Was machst du denn jetzt da hinten? Wow! Wer ist denn da gerade so explodiert? Und warum? Ah, guck mal, ich habe eine neue Waffe. Ausschalten. So. Ich bin Shinobi Rang 3? Hä? Manchmal verstehe ich nicht so ganz, was mir eingeblendet wird. Ich weiß nicht, ob das schon aufgefallen ist. Ach, das ist Woodman gewesen. Wer sieht mich denn jetzt? Ach lol, da hinten sieht mich einer. Wow! War nett mit dir zu... War nett, sich mit dir zu unterhalten? Das ist ein Smart Glass, okay. Eigentlich will ich nur gucken, ob hier noch irgendwas liegt für mich, aber ich glaube nicht. Ich glaube, ich kann auch dahinter. So. Das nehme ich auch noch gerne mit. Ist hier noch irgendwer? Okay. Ein archiviertes Gespräch zwischen zwei Leuten. Sind hier noch Leute? Das war nur die Tür. Da ist doch einer drin. Ja, juckt mich halt wenig, wenn ich da rein muss. Wer bist du? Was willst du hier?
Ich stelle dir die Fragen. Ich stelle hier die Fragen. Nimm die Waffe runter und fang an zu reden. Reiß dich zusammen. Waffe runter, habe ich gesagt. Das kannst du aber sowas von vergessen. Wie kann ich denn... Ach, neutralisiere Woodman. Wow, du hast es schon wieder vermasselt. Ist nicht gerade eine Hilfe. Hm. Was jetzt? Ach, Burger. Ich doof, dass du nicht mit Toten reden kannst. Moment, das machst du doch gerade. Egal, scan halt sein Deck. Ein Tiger Claws. Mein Computer. Wo kann ich denn wieder einschalten? Ach so, da, einschalten. Na, danke. Ich benutze den mal kurz. Während ich mich... Oh, umsitze. Ach, guck mal. Problem gelöst. Helpers hat das Parke-Problem gelöst. Sie ist bei einem Ripper in der Jig-Jig Street. Der Typ heißt Fingers. Obwohl Face besser passen würde. Ein Ripper namens Fingers in einer finsteren Gasse. Klingt wie der Traum jedes Joy-Toys. So, bitte die Tür wieder zu. Okay, von Mike und Maeda. Noch so eine Scheißaktion über Devin Parker und du kannst dir einen neuen Job suchen. Hat Hiromi gesagt. Wir haben dir einen groben Umgang mit Angestellten bisher durchgehen lassen, aber es sogar ignoriert, falls du den Kunden vermöbelt hast. Aber das ging echt zu weit. Du bist mir was schuldig. Okay, das geht tatsächlich von oben nach unten. Hey Ginger, wie läuft's? Wie immer in Höchstform. Ich hoffe, du hast deine Cop-Connections nicht schon ausgelutscht. Ich brauche nämlich dringend ein Holo-View und weiß, die Bullen haben richtig gute. Also knie dich nochmal rein und greif mir eins ab, ja? Außerdem musst du hier für mich etwas rumschnüffeln. Hab mich wohl nicht klar genug ausgedrückt. Schon deine kleinen Orgien mit meinen Puppen vergessen? Die nehmen alles auf. Wenn du also nicht willst, dass dein Mann eine heiße E-Mail von mir kriegt, dann besorgst du mir das verkackte Holo-View und zwar bis morgen früh. Schon gut. Was ist jetzt mit dem Job im Clouds? Haben ein anderes Angebot. Muss denen eine Antwort geben. Die warten nicht ewig. So funktioniert es hier nicht. Ich bin nicht für Neuinstellungen zuständig. Du musst dein Portfolio einreichen. Aber jetzt kommst du mir mit so einem Scheiß. Das hast du nämlich letztes Mal nicht gesagt, dass du mich durchficken wolltest, Arschloch. Ich habe gehört, Joy-Toys sind deine Spezialität. Habe eine hier, die total im Arsch ist. Kannst du dir angucken? Frag nach mir im Clouds. Das stimmt nicht mit ihr. Würde ich dir schreiben, wenn ich das wüsste. Komm halt mal vorbei und guck sie dir an. Okay, bring sie zu mir. Ich habe eine Klinik in der Chick-Chick, einer Nebenstraße von der Poplar. Wie viel kostet mich das? Kommt drauf an. Wir werden uns schon einig. Schlimmstenfalls lässt du sie gegen eine kleine Gebühr da. Okay. Wir haben uns um die Ware gekümmert. Besorg uns 5 oder 6 Mädels und 2 Jungs. Aber diesmal richtig Junge. Nicht so wie letztes Mal. Okay, ach, Entschuldigung. Okay, sie ist also in der Chick-Chick Street. Na wunderbar. Dann. Wo ist denn der Dude von da drin? Ach, der sitzt wieder. Easy. Ist hier irgendwas? Medikit. Sehr schön. Kann man immer gebrauchen. Bisschen Zeug zum Verkaufen. Weil ich habe ja noch nicht genug Geld. Ach, da ist der Typ. Ah. Interessiert uns ja mittlerweile wenig. Ach, jetzt bin ich wieder da. Nachdem wir ja jetzt durch sind. Oh nee, da ist ja wieder einer. Da sind wieder zwei. Alter, wie viel hältst denn du aus? So viel, okay. Ach, da hinten bist du. Hörst du auf mich zu schießen? Dankeschön. Oh, guck mal, deine Waffe nehme ich gerne. Die Mantis-Dinger sind so geil. Alles klar, ich habe schon wieder eine neue Zugangskarte. Oh. Oh. Tag. Der ist dead. Hallo. Du bist auch dead. Warum schmeißt du denn immer gleich mit Granaten auf mich? Ich habe jetzt schon so viele Zugangsdaten gesammelt. Ich glaube, ich komme jetzt mittlerweile in jeden einzelnen Raum hier drin. Okay. So, ich würde gerne meine Sachen wiederholen. Ich muss Ihnen jede Waffe zurückgeben.
auch wenn ich es lieber nicht hätte. Ja, bitte. Gib mir meine Waffen wieder. Dankeschön. Ich... Upsi. Ich wollte eigentlich... Sorry für die Granate. War keine Absicht, aber ich gehe einfach wieder. Ja, okay.